Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Darksiders Genesis. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich das Ende des Kapitels erreichen. Bleib auf der Hut, hier ist etwas. Ja, ein Gegner. Oder mehrere, na toll. Oh. Die Gegner haben mich schön lange genug abgelenkt. So. Hilfe. Oh, auf dem Ding hier kann ich auch stehen. Gut zu wissen. Raffinerie. Teleport zur Raffinerie. Wozu? Ach so, wahrscheinlich Teleport auf die andere Seite hierhin. Denke ich mal. Okay. Na dann. Ich wette, jetzt werden wir mit dem Endboss von dem Kapitel hier konfrontiert. Warte mal, ich glaube, das war doof. Gibt es hier nicht irgendwo eine Art Schalter? Denn das sieht aus wie eine Brücke, die ich eigentlich anheben lassen kann. Oh! Das funktioniert aus irgendeinem Grund doch. Hi! Das ist sie. Die Quelle. Okay, Verderbniskanone. Okay. Also der Endboss ist tatsächlich eine Maschine. Eine Maschine, die Waffe selbst. Für das Gleichgewicht. Das war schon alles. Komm. Okay, viel Spaß mit der Gatling. Ah. Oh oh. Ah, scheiße. Ich wollte gerade die Munition wechseln. Glaube ich, der einfachste Boss der Welt, wenn die Minion-Gegner nicht wären. So, Chaos gestalten. Oh Mann, das Ding hat echt eine verdammt gute Verteidigung, so wie es aussieht. Das hält eine Menge aus. Nice, jetzt hat dieser Wechselangriff schön funktioniert. Oh wow. Das Drecksvieh hat mich ernsthaft in den Strahl reingeschubst. So ein Dreck. Wäre ich stehen geblieben, dann hätte ich keine Probleme gehabt. Ach, ist das mies. Wo genau ist jetzt eigentlich der reguläre Schalter für den Scheiß hier? Irgendwo muss es doch einen Schalter geben.
Vielleicht wird die Brücke ja aktiviert, wenn ich die beiden Dinger hier aktiviere. Kann ja gut sein. Versuchen wir es mal. Nein! Okay, was zur Hölle soll ich hier bitte schön machen, damit die verdammte Brücke sich aktiviert? Eieieiei. Ich will. Zerstöre sie! Dann eben noch mal von vorne das Ganze. So, jetzt schon mal die Chaosgestalt aktivieren, damit ich sie eventuell später noch einmal benutzen kann. Sofern ich in der Lage bin, noch mehr Zorn aufzubauen. Ich merke schon, mit diesem Wirbel kann ich mir die Gegner verdammt gut vom Leibe halten. Aber dafür sollte ich auch dafür sorgen, dass ich nicht in die Brücke gestoßen werde, beziehungsweise dann mit stehen bleibe. Echt der Hammer. Der Endboss in diesem Kapitel ist eine kotzende Maschine. Wow, ernsthaft? Ich habe jetzt eigentlich mehrmals L1 und Viereck gedrückt, aber das Spiel wollte scheinbar nicht. Wow. Ernsthaft? Jetzt lasst mich doch mal hier weg, ihr Drecksviecher. Ah. Irgendwann ist doch auch mal gut. Ganz ehrlich, nur so langsam könnten diese verdammten Dinger doch auch mal Ruhe geben. Die reihen hier das komplette Bosskampffeld ein und geben keine Ruhe. Und diese Flöhe kommen auch immer wieder. Ganz tolle Scheiße ist das. Aber ist ja gut jetzt. Nein! Nein! Ich verliere so schnell gerade den Überblick über das Schlachtfeld. Du bist nichts.
Nein, 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 nein! Ich habe keine Gesundheitstränke mehr. Das ist schlecht. Komm! Das ist doch beschiss gerade! Das ist dein Ende! Nein! Ich glaub's gerade nicht! Ganz ehrlich? Nee! Schickt euch alle! Ich mache jetzt einen Schnitt, bis ich wieder genau an der Stelle bin, wo ich gerade eben war. Das ist doch dreckig! Nein, weg! Nein, nein! Ah, oh, ich hab noch Krieg, ich hab noch Krieg. Ich muss mit Krieg noch überleben. Oh, komm schon. Wenigstens überleben. Nur überleben. Nein, nein, weg, weg. Oh. Okay. Fick dich, du Sextief. Oh. Oh, Leute. Oh. Weil Belial Eden nicht mehr verdirbt, ja. Weil er noch lebt. Nein. Da gebe ich dir völlig recht, Kumpel. Oh, Halleluja. Verderbniskanone. Verlängert Wars Parierfenster um 0,2 Sekunden. Ein getöteter Gegner erhöht Strifes Angriffs- und Zornkraft um, für 6 Sekunden um 3%. Puh. Okay. Meine Güte, ey. Das war jetzt echt ein Fiasko. Ich bin viel zu oft gegen das Drecksvieh gestorben. Wirklich viel zu oft. Jetzt ist die Frage, komme ich da oben an den Kreaturenkern ran? Scheinbar nicht. Das ist dezent assi. Aber naja. Da ich ja sowieso nicht da hoch soll und der Gegner da zufällig gestorben ist, passt schon. Kapitel abgeschlossen. Die Reiter haben Belials Zufuhr von verdorbenem Wasser unterbrochen und kehren zur Leere zurück. Oh, meine Fresse, hat mir das Ding Ärger gemacht. Viel zu viel Ärger. Liegt auch echt daran, dass die kleinen Trash-Mobs einen nie in Ruhe lassen und die Bodeneffekte noch viel zahlreicher werden, wenn diese Viecher irgendwie explodieren oder mich anspucken. Oh. Also in allen Punkten einfach mal ein Bosskampf, der in einer viel zu kleinen Arena stattfindet. Bist du zufrieden, Reiter? Hat die Rettung Elins vor Belials Welt ein Gewissen erleichtert? Pardon, kurze Unterbrechung. Das einstige Reich der Menschen ist nicht eine Ödnis. Wozu sich da das? Hey, echt witzig, vom ehemaligen Herrscher des größten Drecks.
Worum wir uns sorgen, geht dich nichts an. Kannst du uns Belia liefern oder nicht? Aber natürlich, das allsehende Auge. Ja, es sieht alles schon kapiert. Der Typ steht echt auf diesem Augapfel. Und außerdem, allsehender Augapfel bedarf jetzt wirklich keiner weiteren Erklärung. Das, was es tut, ist sprichwörtlich in seinem Namen. Sprichwörtlich als auch wortwörtlich. Wie ungestüm. Nicht, dass dein Übermut noch dein Verderben wird. Belia war der Macht Edens lange ausgesetzt. Er wird nicht leicht zu töten sein. Tja, wir auch nicht. Nice. Neue Mission freigeschaltet. Okay. So, ich habe gehört, du hast neue Gegenstände, Fulgrim. Bleib dein Weiber. Was hast du denn Neues da? Wir könnten uns theoretisch mit den neuen Münzen aus dem neuen Level sogar die neuen Angriffe hier leisten. Vampirrune und Sogschuss. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch direkt. War wirbelt seine Klinge herum, teilt Schaden aus und entzieht Gegnern Gesundheit. Endet beim Loslassen mit einem großen Schlag. Oh ja. So. Halte Dreieck, um deine Klinge herumzuwirbeln, Schaden auszuteilen und deinen Gegnern Gesundheit zu entziehen. Endet beim Loslassen mit einem großen Schlag. Ist Vampir ausgerüstet, wird War durch jeden Chaosfresser-Angriff, je nach zugefügtem Schaden, geheilt. Das ist awesome. Das ist großartig. Und Sogschuss. R2, wenn Platz 1 zugewiesen. R1, wenn Platz 2 zugewiesen. Okay, ist Super-Serie aktiv. Produzieren Sogschüsse voll aufgeladene Gravitationsfelder, die explodieren, wenn sie erlischen. Schick. Ansonsten... Irgendwas Neues? Kreaturenkerne aus dem Todessumpf. Das ist ja nett. Kosten ein paar mehr Seelen. Aber, wenn er nur Seelen für diese Kreaturenkerne möchte, das ist ja nicht wirklich ein Problem. Belial, wow, wir haben ernsthaft schon den nächsten einzelnen großen Boss freigeschaltet? Okay, krass. In dem Falle sollte ich tatsächlich all meine Seelen noch einmal investieren, bevor ich zu ihm gehe. Um mich gut vorzubereiten. Damit meine Kreaturenkerne maximal aufgelevelt sind. Ja, lasst uns handeln. Ein Giftkäfer. Totschreiter. War kann 25% mehr Schaden blocken. Erhöht Strifes und Angriffs- und Zornkraft um 2,5%. Totschreiter. Es ist doch nur Geld. Borger. Giftkäfer. Totschreiter. So viele Seelen. Totschreiter. Borger, einmal noch. Borger. Okay. Nur noch ein paar Seelen. Köstliche. Wir haben noch neue Quests. Ein paar Kreaturenkerne, dafür, dass wir alle Riesenkäfer im Damm besiegt haben. Da kriegen wir sogar den Giftkäfer-Kreaturenkern. Alles klar. Reise ins Herz des ins Herz der Verderbnis ist nochmal 1200 Seelen wert. Nett. Okay, neuer Eintrag im Journal. Edens Verderbnis. Mit einem Portal gelangen die Reiter in Belials Reich und folgen Gerüchten über gestohlenes Wasser aus Eden. Beim großen Damm stoßen die Reiter auf ein geheimes Portal nach Eden. Belial scheint Wasser direkt aus der Quelle zu stehlen und zu verderben. Die Reiter sind entsetzt über diese Schändung Edens. Strife erinnert an ihre grausamen, doch notwendigen Taten in Eden, aber War bringt ihn zum Schweigen. War drängt sie und Strife stimmt zu, ihre Mission, Lucifer aufzuhalten, abzuschließen. Die Reiter kämpfen sich durch den Damm und zerstören ein giftiges Ventil, wodurch sie Belials Pläne durchkreuzen und dem Verschließen des verbotenen Portals nach Eden einen Schritt näher kommen. Alles klar. Ansonsten Kreaturenkerne, was haben wir da jetzt alles? Den Giftfloh und den Giftkäfer. Der Giftkäfer ist sogar schon fast auf Stufe 3. Säureexplosion beim Tod, die im Radius von 3,5 Metern je nach Zornkraft schweren Schaden zufügt. Und Giftfloh maximale Gesundheit erhöht. Okay. Dann würde ich sagen, damit ich auch einen großen Platz hier freischalte, packe ich mal eins der Dinger hier rein. Ich würde sagen, den Giftfloh. Und was packe ich hier rein?
Ist ja eigentlich an sich egal. Zornkraft um 10% erhöht wäre, glaube ich, nicht schlecht. Legionsbelagerer verringert die Stufe von Einschlägen um 1 sowie erlittenen Schaden um 10%. Krähenfüße, Krähenfußdetonationen senken das gegnerische Bewegungstempo im Radius von 3 Metern für 40 Sekunden um 6%. Ein getöteter Gegner erhöht Strife, Angriffs- und Zornkraft für 6 Sekunden um 3%. Und die Lavaspur. Naja, dann würde ich eher zum Hundemeister tendieren, um ehrlich zu sein. Das gibt uns auch noch einmal 20 plus bei unserer Kraft. So, und den anderen... Oder das andere Ding packe ich schon mal hier rein. Ja, lieber hier hin. So. Okay. Dann wäre es das erst einmal. Die Kraft ist jetzt auf fast 600 angestiegen. Nice. Ich hoffe, damit werden wir den Bosskampf gegen Belial einigermaßen gut überstehen. Nochmal ganz kurz gucken, ob nicht die Dis noch irgendetwas für uns hat. Und ich würde sagen, bevor wir uns Belial widmen, würde ich eher den Part beenden. Beziehungsweise, ich glaube, ich hätte sogar noch genügend Zeit, um mir ein paar Sachen in der Arena zu gönnen. Oder zumindest eine Runde in der Arena. Verstärkte Kippsäge. Wars Luftexekution zur Kippsäge mit mehreren Treffern beim Sturz. Halte Dreieck gedrückt. Verbesserung Sweet Spot. Fügt relevanten Erweiterungsangriffen eine dritte Aufladungsstufe hinzu, die durch perfekt getimte Aufladung erreicht werden kann. Erweiterungen ohne Aufladezeit werden stärker. Aha. Felstrümmerer. Wertet Wars Wyvern Odem auf, damit er vor dem Aufprall erneut zuschlägt. Ha. Huh. Entweder das oder der Verbesserungs-Sweetpot. Ich würde sagen, ich nehme das. Ein bisschen Anerkennung, bitte. Es ist verdammt schwer, das Zeug an Wohlgrim vorbeizuschmuggeln. Ja, ich weiß schon. Ein perfekter Timed Block verhindert jeglichen Schaden. Mit dem Sieben kann ich vielleicht meine Freiheit in Kauf haben. Nehmen wir auch. Ich darf doch träumen. Ja. Wow. Gen, nachdem wir uns wieder mal bei ihr ordentlich ausgekauft haben. Dabei haben wir dir doch ordentlich was gegeben. Naja, gut. Genau. Arena. Ich würde mir ganz gerne diese Arena hier angucken. Oh, wir haben jetzt sogar schon bis Stufe 6 alles freigeschaltet. Ja, ich gucke mir erstmal Stufe 2 an. Den Schwierigkeitsgrad lasse ich mal an, in der Hoffnung, dass dadurch der Multiplikator etwas steigt. Sollte er ja eigentlich. Oh, 1,5 tatsächlich. Moment. Hoppala. Wahrscheinlich ist in jeder einzelnen Herausforderung eine Zehnerwelle mit dabei. Sehr gut. Übrigens verlangt eine Trophäe von uns, dass wir auch eine Arena-Wertung von 70.000 erreichen. Das ist, glaube ich, die höchste Wertung, die wir hier bekommen können. Soll heißen, wir müssen wahrscheinlich alle Herausforderungen mit Bestnoten abschließen.
einzelne Gegner ist der hier eher besser. Der eine Hund ist sogar noch geschafft, seinen Angriff durchzuziehen, obwohl er schon tot ist. Respekt. Ach, ist das schön. Zumindest dieser Teil der Arena ist selbst auf dem Schwierigkeitsgrad noch einigermaßen einfach. Wow. Boah, die voll aufgeladenen Ladungsschiffe sind echt der Hammer. Die machen Damage ohne Ende. In der letzten Welle erwarten sollte, das werde ich garantiert drauf mit meiner Chaosgestalt wegnatzen können. Läuft. Okay, als nächstes letzte Welle. Und hallo Gatlinger. Arena 2 abgeschlossen. Läuft! Sehr schön. Ich frage mich nur gerade, dieser Multiplikator da oben, erhöht er sich immer, egal welcher Schwierigkeitsgrad gerade an ist, mit jeder weiteren Arena-Herausforderung, der ich mich stelle? Sprich, würde er noch weiter steigen, wenn ich die dritte Herausforderung auswähle, vollkommen egal, ob auf einfach oder auf schwer? Das wäre eine recht interessante Frage. So.
Belohnung abholbereit, besiegte Gegner, erreichte Welle, die Zeit, fast 2000. Nice. Was kriegen wir dafür? Kreaturenkerne. Ein Schlackefloh. Okay. Gut. Wir haben insgesamt 20 von diesen Herausforderungen. Und ich habe auch bereits gesehen, dass es einen Endlosmodus gibt. Wobei ich mich allerdings frage, ob der Endlosmodus dann eventuell tatsächlich auch in die Gesamtbewertung mit einfließt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. 1300, 1926. Okay, und aus irgendeinem Grund... Mist. Ich sehe das scheinbar richtig. Diese Arena-Bewertung, die wird doch nicht zusammengerechnet. Scheinbar, weil wenn es zusammengerechnet werden würde, hätte ich jetzt einen Highscore von ungefähr 3000. Das ist nicht der Fall. Shit. Dann wird es natürlich schwierig, eine Bewertung von 70.000 zu erreichen. Die kriegt man wahrscheinlich nur dann, wenn man den Endlosmodus richtig lange überlebt. Oh, Rache der Flöhe habe ich jetzt freigeschaltet. Die Nummer 16. Okay. Ja, hier, endlos. Beende die gerade 16 bis, 20 zum Freischalten. Das wird lustig. Mal sehen, wenn ich jetzt den Schwierigkeitsgrad auf einfach umstellen würde, welche Stufe wird dann für den Endlosmodus empfohlen? Immer noch 1500. Okay, also der Schwierigkeitsgrad ist zumindest für die Stufenempfehlung vollkommen irrelevant. Das ist gut zu wissen. Tja. In dem Fall kann ich die Arena ja genauso gut auch die ganze Zeit auf einfach durchzocken. Wenn es sowieso nicht alles zusammengerechnet wird und ich hier am Ende sowieso den Endlosmodus so lange machen muss, bis ich einen Highscore von 70.000 erreiche, dann kann ich es mir in der Arena ja auch einfach machen, theoretisch. Ne? Wozu der zusätzliche Stress? Alles klar, Leute, dann würde ich an der Stelle für heute erstmal den Part beenden und um Belial kümmern wir uns dann im nächsten Part. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.